Hallo, ihr Lieben. Kennt ihr das, wenn ihr nach Hause kommt und die Mutter sagt, weißt du eigentlich, dass die Nachbarin gesagt hat, du benimmst dich total komisch und da war eine Situation, wo du mit ihrer Tochter gespielt hast und da warst du total unfair und gemein und du bist da sowieso immer zu zickig und du hast das Gefühl, so deine Mutter glaubt jedem anderen wesentlich mehr wie dir. Du fängst dann an, dich zu verteidigen und sagst, nee, du, das war ganz anders, lass es doch erklären. Nee, 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 die Nachbarin hat bestimmt recht. Also solche Situationen gibt es. Oder die Lehrerin schreibt vielleicht eine Beurteilung über dich im Zeugnis oder wie auch immer. Und die Mutter hängt sich an einem Wort auf und interpretiert es komplett anders, dass du dann irgendwann so verunsichert bist, dass du eigentlich zuerst gedacht hast, es ist positiv gemeint, aber da die Mutter das ja ganz anders interpretiert, denkst du, ja, also bin ich ja anscheinend doch verkehrt oder wie auch immer, weil die Mutter einfach der Maßstab ist. Und bei narzisstischen Müttern, das möchte ich mal vorab jetzt einfach so ein bisschen sagen, wenn die merken, du entgleitest ihnen, zum Beispiel so, wenn die Pubertät kommt, dass du so anfängst, eigene Interessen zu entwickeln, dann merken die Mütter oft, sie kommen mit ihrer normalen Strategie nicht mehr durch und dann nehmen sie sich so quasi so eine Art Flying Monkeys, also Leute, die eigentlich gar nichts davon wissen und erzählen über, was die angeblich gesagt haben oder wie die dich beurteilen oder was die angeblich gemeint haben. Und der Lehrer und die Nachbarin und der Opa und die Oma und deine Freundin hat das und das gesagt, siehst du mal, wie schlimm du bist. Und dadurch wollen sie erreichen, dass du dich schlecht fühlst, dass du verunsichert wirst. Und ein Mensch, der eine narzisstische Mutter von klein auf erlebt hat, ist er sehr schnell zu verunsichern. Und du wirst immer kleiner und kleiner und bei jedem Bestreben, dich wieder auszudehnen, dein eigenes Ding zu leben, deine eigene Meinung zu sagen, in einem Konflikt mit der Freundin oder mit irgendjemand anders, quasi dich mal durchzusetzen, kommt sofort die Angst hoch, wenn die jetzt das meiner Mutter wieder erzählt und vielleicht habe ich doch was falsch gemacht. Und das ist einfach eine ganz, ganz eigenartige Strategie, die Mütter dann wählen, wenn sie mit ihren normalen, strengen Beziehungsmethoden vielleicht nicht mehr durchkommen, wenn sie das Gefühl haben, du entgleitest ihnen ein bisschen, dass sie dann sagen, deine beste Freundin hat über dich mir erzählt, dass du da total dumm bist und dass du in der Schule so schlecht bist und dass du nicht aufpasst oder dass du dich nicht konzentrieren kannst und dass die Lehrer schon über dich reden, also so quasi über Dritte wird quasi Dritte werden herbeigezogen, die die Mutter dabei in ihrem Bestreben unterstützen, quasi dich klein zu machen. Und das Interessante ist, wenn du dann mit diesen Menschen redest, wenn du den Mut hast, die anzusprechen, sag mal, warum erzählst du sowas über mich bei meiner Mutter? Dann sagen die, du, das habe ich gar nicht erzählt und so habe ich es gar nicht gemeint. Aber das ist eben dieses subtile, untergründige, was narzisstische Mütter oft auspacken. Und vielleicht kennst du auch so Beispiele, dann schreibst es doch in die Kommentare, was du erlebt hast. Aber es ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Strategie, weil Menschen, die ein Entwicklungstrauma erlebt haben durch eine narzisstische Mutter, sowieso sich schwer tun, mit anderen Leuten oft in Kontakt zu kommen. Und wenn sie es dann machen und die Mutter diese Menschen dann aber hernimmt, damit sie dich wieder kleiner machen, also in der Interpretation der Mutter, der in ihren Worten, in ihren Deutungen sozusagen, verunsichert dich das noch mehr. Und ein junger Mensch hat dann nicht den meistens nicht den Mut, die anderen anzusprechen und dann zieht man sich wieder zurück und dann geht man in die Isolation und oft durchblickt man ja das Spiel gar nicht so, was die Mutter da treibt, sondern es ist ja immer noch so diese Ambivalenz wie zwischen Bindung und Autonomie
Und man braucht dann im Alter mit 12, 13, 14 die Mutter vielleicht auch noch. Also man kann sich ja dann noch nicht quasi einen Rucksack packen und gehen und auf eigenen Beinen stehen. Also entscheidet man sich in der Regel immer wieder für die Autonomie und glaubt halt der Mutter mal. Und letztendlich führt das dann auch wieder zu so einem Introjekt in einem selber, dass Menschen da draußen quasi schlecht über mich reden, weil ich ja so unmöglich bin. Und wenn du den Mut hast, gehabt hast, damals Ante anzusprechen und zu fragen, was war dann wirklich, dann ist es wunderbar, dann hast du es damals auch lösen können. Nur zutiefst verunsicherte, frühkindlich traumatisierte Menschen haben ja den Mut oft nicht, weil sie ja sowieso schon so unsicher und kein Selbstwertgefühl haben. Und dann hast du vielleicht mal eine gute Freundin und dann ist man die Mutter mit der 10 Minuten alleine und dann geht die Freundin irgendwann wieder und am Schluss erzählt dann die Mutter dir, ja, mal was deine Freundin alles über dich erzählt hat und du benimmst dich ja so blöd und bist manchmal so arrogant oder du bist manchmal überheblich oder du kannst das und das nicht und also wirklich so dieses Extreme und dritten Menschen benutzen, um dich klein zu machen, weil die Mutter mit anderen Maßnahmen nicht mehr bei dir durchkommt. Und das ist eine ganz, ganz, ganz schreckliche Strategie. Und wenn du das jetzt im Nachhinein sagst, ja, okay, bei mir war das auch so, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du zu dieser Seite von dir mal Kontakt aufnimmst, am besten mit einem Begleiter oder einem Therapeuten oder einem Berater und wirklich mit dieser Seite sprichst, weil da so viel Ohnmacht, so viel Hilflosigkeit, so viel Sprachlosigkeit, so viel Gefühle, Wut, Trauer gespeichert sind. Und das kann man eben in Begleitung dann einfach wirklich wandeln, transformieren und auch im Endeffekt erlösen, weil diese Gefühle hast du ja damals, du warst ja ohnmächtig da, den Worten deiner Mutter, die von irgendjemand anders irgendwas gehört hat, über dich ausgeliefert. Und das macht eigentlich ganz eng in der Brust oder im Bauch, macht ganz starr und macht unheimlich hilflos und ohnmächtig. Und das kann auch sein in Familien, dass dein Mutter sagt, ein Vater dann auch als dritte Person hernimmt. Aber die sind da sehr kreativ. Dann nehmen sie wirklich, was weiß ich, wie vorher gesagt, den Nachbarn oder eine Freundin oder irgendjemand, den du mal auf der Straße gesehen hast, der dann sagt, ja, weißt du eigentlich, dass deine Tochter, sobald die aus dem Haus ist, sich die Haare aufmacht und die sich schminkt und total auftappelt, dann stimmt vielleicht, dass du dir die Haare aufgemacht hast und nicht ganz eng, wie die Mutter das wollte, zusammengeschnürt hat. Aber es stimmt weder, dass du dich geschminkt hast, es dichtet die Mutter dann alles dazu. Aber du bist trotzdem verunsichert. Und wenn ihr so Situationen kennt, dann schreibt es doch unter in die Kommentare, weil das ist ganz eine heftige Strategie und verunsichert die Menschen zutiefst. Ich wünsche euch alles Liebe, deine, eure Beate. Tschüss.